Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ein Vierteljahrhundert nach Reinhard Mays Song ist es mit der Romantik des Fliegens nicht mehr weit her. Heute müsste er wahrscheinlich über Klimawandel und Flugscham singen. Denn am Himmel wird es immer voller. Tag für Tag verbrennen wir weltweit 11.500 Liter Kerosin pro Sekunde. Kohlenstoff, der im Erdöl, also in abgestorbenen Pflanzenresten, ja Millionen in der Erdkruste gespeichert war, gelangt als CO2 in die Atmosphäre und beschleunigt dort den Klimawandel. Viel Wind, viele Windräder, aber manchmal ist es sogar zu viel Windstrom für die Netze. Dieser sogenannte Überschussstrom soll künftig genutzt werden in dem Projekt HiScale 100. Dabei sind mehrere Industrieunternehmen eng miteinander verbunden. Sie liefern sich gegenseitig das, was sie überhaben. Überschussstrom von Offshore und an Land zum Beispiel wird direkt an die Raffinerie Heide geliefert. Die soll den Windstrom in einer riesigen Elektrolyseanlage zu Wasserstoff verarbeiten. Autos können damit zum Beispiel fahren. Übrig bleibt dabei reiner Sauerstoff. Und der geht von der Raffinerie Heide per Pipeline zum Zementwerk nach Lägerdorf. Bisher verwendet das Werk zur Herstellung des Zements normale Umgebungsluft. Mit dem reinen Sauerstoff ist das aber viel effizienter. Allerdings fällt dabei mehr als 1 Million Tonnen Kohlendioxid an. Und auch das lässt sich anderswo optimal nutzen. Per Pipeline geht das CO2 nämlich wieder zurück zur Raffinerie Heide. Dort wird es für schwere Kraftstoffe recycelt. Zum Beispiel für Flugzeuge, schwere Lkw und große Containerfrachter. Und noch ein Vorteil, bei der Produktion von Wasserstoff entsteht Wärme. Damit können ganze Wohngebiete geheizt werden. Das Projekt könnte losgehen, sobald die Förderzusagen von Bund und Land über rund 650 Millionen Euro kommen.